Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und diese Video muss wieder was abwerfen. Und deswegen hacken wir das Gold. Das ist ja erstmal vollkommen egal. Abgebrochen. Na gut, es ist keine besonders große Mine. Na gut, da buddelt jetzt schon weiter. Ja, gegen die will ich jetzt noch nicht, will ich nicht kämpfen. So, wie ist die Schlacht zwischen den zwei Reapern ausgegangen und dem Wildschwein? Ich buddel jetzt hier. Ich mache jetzt hier frei den Weg. Ja, muss ja auch ein Transportweg dann frei sein in die nach Geldern. So, wir werden das hier noch aufbrauchen. Sorry, dass ich jetzt überdimensional speichere, aber keine Lust hier zehnmal alles neu zu machen.
So. Hey, Mora. Gut, dass du kommst. Ich hab was zu tun für dich. Was für eine Miene? So was Dummes kann auch nur ein Mob. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine natürlich. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Moras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie loswirst, klar? Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Hä? Ist das nichts? Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich krieg hier bald keine Luft mehr. Bring mir was über das Schmieden bei. Du musst weiter. Weg mit der Waffe. Ja, aber da können wir gleich diese Aufgabe hier, Schwefelbrocken, können wir gleich noch mit wegmachen. 30 waren das, oder? Mal Gold, 30 mal Schwefel, oder? Weg mit der Waffe. Ich will keinen Ärger haben. Ich kann nicht mehr. Ernten wir noch ein bisschen was? Was ja auch für Alchemie ist, ist ja auch richtig gut. Geh jetzt besser. Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger.
Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Schwefelbrocken haben wir zusammen. So, jetzt holen wir noch die Kollegen da aus der... die eifrigen Dinger, hier die eifrigen Sklaven holen wir jetzt noch. Hier, ich habe Schwefelbrocken. Gut, dann betrachte die Sache als erledigt. Hier dein Lohn. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier was ankommt. Gute Arbeit, Mora. Wir brauchen noch zweimal Goldbrocken. Verdammt, Mora, was ist los? Was ist denn? Warum weckst du mich? Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Die beiden haben auch den hier. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen.
Die beiden haben wir schon hier oben, gell? Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Am besten, du hältst dich da raus. Okay, dann geben wir denen noch die 2 Goldbrocken. Dann haben wir die 50 voll. Und holen die 3 eifrige Arbeiter für die eifrigen Sklaven für die Wolfsmine. Geh zur Wolfsmine und bring die Ausgrabung wieder in Gang. Und wenn ich das nicht tue? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Wenn du mich so charmant bittest, ich gehe ja schon. Beweg dich, ab zur Wolfsmine. Alles klar. Irgendwann ist auch das vorbei. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem. Das hätte er hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Was kann denn schon groß passieren? Kann nicht mehr. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Hier hast du Goldbrocken. Gut. Das soll erstmal reichen. Hier ist dein Lohn. So, nachdem wir das alles geschafft haben, verdammt, was ist los? Etwas über Alchemie. Verdammt, Mora. Was ist los? Du musst weiter. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht, Mora. Bring mir Schwefel, sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen, klar? Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Gut. Hier hast du einen Heiltrank. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Zeig mir deine Ware. Ausdauertrank aus Eisenhalm. Den können wir auch nochmal mitnehmen. Den haben wir schon. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Den haben wir nicht. Mana-Trank aus Feuernesseln, Mana-Pflanzen. Mana-Trank aus Morgentau. Zöpfe Feuerpfeil. Trank der Ausdauer. Stärke der Ausdauer.
Tank der Lebenskraft. Okay, den nehmen wir mit. Tank der Stärke. Da steht aber nicht da, ob der das dauerhaft macht. Hier steht ja da dauerhaft. So, dafür... Ich gleiche das erstmal kurz mit Gold aus. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Schnaps, 130 im Inventar. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Ah, okay. Also permanente Tränke sind das. Aber wir haben schon mal die Rezepte dafür. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Hier können wir zum Beispiel Sonnenkraut... Oh, okay. Heilwurzeln haben wir 75... Mir fehlt die nötige Erfahrung. Okay. Das soll aber nicht unser Schaden sein. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verbergen. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben.
Diese Kelche müssten gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Okay. Verdammt, was ist los? Na, endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Hier steckst du also, Laris. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich hab da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich hab einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Verdammt. Uninteressant. Was ist los? Kenne ich dich? Ich wüsste nicht, woher. Ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken, weißt du? Verstehe. Wer bist du? Tja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, Renwick war es. Nicht wahr? Ja. Renwick ist mein Name. Was machst du hier? Wie bitte? Was du hier machst? Ich hatte doch gerade noch... Nein, ich hab's vergessen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ver was? Verwirrt? Ja. Das bin ich zuweilen. In der Tat. Du bist Alchemist.
Ja, genau das war's. Danke, mein Sohn. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, Alchemist. Kannst du mir Tränke verkaufen? Tränke, sagst du? Hey, ja, ich denke schon. Kann ich dir helfen, alter Mann? Gewiss. Was wollte ich denn gerade machen? Einen Trank. Richtig. Es war sogar ein recht mächtiger. Mir fehlt nur noch ein Büschel Kronstöckel. Der ist recht selten. Ja, das ist er. Geh und bring ihn mir, ja? Dann können wir weiter über Alchemie plaudern. Du meinst, du kannst mir anschließend Alchemie beibringen? Beibringen? Ja, ja. Das kann ich natürlich auch. Verstehe. Alter. Du kommst mir bekannt vor. Nein. Du bist der Alchemist Renwick und ich bin der Kerl, der dir Kronstöcke besorgen darf. Richtig. Genau so war's. Sei ernst? Hier, ich hab deinen Kronstöckel. Kronstöckel? Wirklich? Das ist ja großartig. Da kann ich mich ja gleich wieder meinen... Ist das sein Ernst? Du kannst dich mit deinen Tränken widmen. Richtig. Genau so war's. Nimm dies als Dank, mein Sohn. Na, jedenfalls hat er Heilk... Mir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Zeig mir deine Tränke. Kann sein, dass ich was da habe. Schau mal nach, mein Sohn. Das wäre klasse, wenn ich die Dinger hier auch sehen würde. Ich brauche definitiv keine Verwandlungszauber. Ja, no. Die Hälfte muss ich mir merken oder was. Aber Dämonpilz habe ich glaube noch nicht. Krankheiten heilen. Achtzig ist das höchste. Also ich brauche im Endeffekt nur hier bis permanente Tränke, permanenter Trankwirkung. Also bis 60. Mana-Tränke brauen, Gift herstellen, also 60 brauche ich auf jeden Fall. Klinge vergiften. Umso besser. Schürfung, Waffen aus Erzschmieden. Das haben wir doch schon. Erzwaffen? Waffen aus Erzschmieden?
Klinge schärfen. Ja, ich würde gerne die Klinge schärfen, die ich habe. Die immer wieder weggeht. So, ich brauche aber jetzt erstmal hier einen Schlafplatz oder sowas. Das wäre mal super. Was ist los, Mora? Ah, die Betten sind alle belegt. Was ist denn hier los? So von Saustall. Warum weckst du mich? Warum weckst du mich? Uninteressant. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.